Das Franziskanerkloster Maria Stern, gleich hinter dem Augsburger Rathaus. In diesen Tagen gleicht es einer Adventswerkstatt. Hier entstehen gerade festliche Gestecke. Und wer kann, hilft mit. Dabei werden grüne Zweige und Kerzen in Szene gesetzt. Jedes Gebinde ist individuell. Seit vielen Jahren gestalten die Franziskanerinnen adventliche Dekoration. Für den eigenen Basar zugunsten der Mission, für Kirchen oder für das Kloster selbst. Gemeinsam kreativ sein, das verbindet. Und es macht Vorfreude auf Weihnachten. Dabei hat jede Schwester ihre ganz eigene Art, diese Wochen bewusst zu begehen. Ich habe so eine Tradition, dass ich versuche, in der Adventszeit immer mal wieder jemanden anzurufen, den ich sonst das ganze Jahr nicht angerufen habe. Also vielleicht so jeden zweiten, dritten Tag mal an einem Abend, dass ich sage, die Person rufe ich in diesem Jahr mal an. Und das ist wie so ein kleines Adventstürchen. Advent, das bedeutet warten auf die Ankunft Jesu Christi. Einst eine Fasten- und Bußzeit, den Blick auf das Wesentliche konzentriert. Fast so wie bei Schwester Sibone Hörl. In jeder freien Minute sitzt die Franziskanerin in dieser ruhigen Klosterecke und schneidet Papiersterne in Form. Mit aller Konzentration. Wie filigran sie sind und voller Details. Da funkeln sie bis hin zum Feste. Für mich bedeutet Advent Hoffnung. Und jeder Stern ist ein Hoffnungszeichen. Im Stern sehen wir Christus, dem wir nachfolgen. An ihm wollen wir uns festmachen. Und wenn ich Stern schneide, da habe ich selber auch Ruhe und eine Freude dabei. Und denke an manche Menschen, die so einen Stern erreicht, dass sie die auch freuen. Ein paar Türen weiter sitzen sie an der Adventspost. Mehrere hundert Karten müssen gefaltet und beschriftet werden. Jeder, der dem Augsburger Kloster nahesteht, bekommt auch in diesem Jahr Post. Doch wer denkt, dass diese Arbeit monoton und unkreativ wäre, der irrt sich. Denn das Foto auf der Adventskarte hat bei Schwester Antonie Hümmer die Gedanken zum Fließen gebracht. Mit jeder Handbewegung, mit jedem Blick auf den heiligen Franziskus im verschneiten Klosterinnenhof formen sich ihre Gedanken in Worte. Ich habe mir auch zu unserer Karte Gedanken gemacht. Ich habe sie lange betrachtet und dann sind mir so die Gedanken gekommen. Weihnacht. Tiefer, festlicher Friede, lichtdurchflutete Nacht. Jesus ist geboren, heilige Nacht. Und das habe ich mir auch schon, also so in schöner Schrift, als Deckblatt innen als Einlage gestaltet. So mit meinen Worten. Und am Ende des Tages im Kloster Maria Stern wird es dann doch wieder wuselig. Denn im Gemeinschaftsraum haben Schwestern die Krippenfiguren vom Speicher geholt und angeordnet. Es sind wahre Schätze mit dabei. In mühevoller Handarbeit hergestellt. Viele Jahrzehnte aufbewahrt. Blinkende Lichterketten oder grellen Weihnachtsschmuck hingegen findet man in diesen Wochen im Kloster nicht. Mir ist es ganz wichtig im Advent, dass wir den Advent schlicht gestalten. Also dass die Zweige, die grünen Zweige und die Strohsterne, dass es noch nicht so glänzt. Sonst erkennt man ja den Unterschied zwischen Advent und Weihnachten nicht. An Weihnachten ist das eigentliche Fest. Deswegen mag ich auch noch nicht, wenn wir jetzt schon Weihnachtslieder singen. Es gibt so schöne Adventslieder, wo man jetzt singen kann. Wo das ist ja die Zeit des Wartens, wo das dann so schön zum Ausdruck kommt durch die Lieder. Und so ist es beim Weihnachtsfest, vielleicht wie bei allen anderen Festen auch. Man organisiert, bereitet sich vor und nach steigt die Vorfreude. Die Franziskanerinnen von Maria Stern gehen diese Wochen im Advent ganz bewusst ruhig an, damit sich die Freude und die Pracht von Weihnachten umso schöner und intensiver anfühlt.